Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Mein Name ist Eurocontrol und ich werde, wie hier schon zu sehen, das Spiel 4 Extraction Point spielen. Ja, und dann wollen wir auch gleich mal starten. Große Vorreden. Oh. Mittlere Schwierigkeit, das dürfte passen. Zur Erklärung, den ersten Teil habe ich bereits gespielt. Den zweiten, beziehungsweise die Erweiterung noch nicht. Ich spiele es also blind. Wenn ich danach Lust habe, klemme ich vielleicht noch Perseus Mandat dran. Muss ich mal schauen. Aber hier erstmal 4 Extraction Point. Und los geht's. Kontamination. Ja, hier sehen wir nochmal das Ende von Teil 1. Oh, eine Gasse. Zusammenarbeit ohne die Productions. Ja, da bin ich. Ray, gerettet. Wir kennen das Ausmaß des Schadens noch immer nicht. Okay, meine Maus ist gerade extrem langsam. Ach, falsch. Maus. Mit der okay. Explosion können wir niemanden mehr erreichen. Was ist mit Alma? Was ist mit ihr passiert? Was war das für ein Geräusch? Da ist die gute Alma! Oh. Es wird Krieg geben. Ich sehe es in meinen Träumen. Feuer, das die Erde verschlingt. Tote auf den Straßen. Städte zerfallen zu Staub. Vergeltung. 4 Extraction. Ja. Ich bin jetzt gespannt, wo wir einsteigen. Was wird wohl passiert sein, nachdem einmal in unseren Heli eingekrabbelt ist? Weil es ist ja sehr arsch. Aha. Also wieder eine One-Man-Show. Lass ich also wieder alleine durch die ganzen, ja, durch was darf man sich kämpfen. Die Replika-Soldaten sind eigentlich deaktiviert, also, na, mal schauen. Ich denke, wir werden erstmal mit einem Tutorial begrüßt. How to, Playing 4. Ah, da brennt irgendwas. Aber unsere Taschenlampe funktioniert. Ja. Offenbar sind wir noch am Leben. Das ist mal was. Ich kann über Funk niemanden erreichen. Irgendwas blockiert das Signal. Oh. Das ist nicht gut. Wir müssen einen anderen Weg darunter finden. Sie sind nicht in der Verfassung, durch das Loch da zu klettern. Mir geht's gut. Ja. Muss wohl so sein. Nichts wie weg. Lasst mich alleine. Hey! Der ist wohl tot. Warum stirbt eigentlich immer der Pilot? Hier im Spiel! Ja, ich weiß, wie ich Türen öffne. Ja, springen. Ah! Pistole. Pistole. Was zum... Warum? Doof! And it burns, burns, burns. Was? Auf Y? Na gut. Uiuiuiui. Ja, nach unten kann man nicht. Nach oben kann man nicht. Gehen wir mal hier weiter. Es liegt hier noch was? Nein, nein. Okay. Dann ducken wir uns mal. Ach, das war doch klar. Wir haben es aufs Dach geschafft. Ist das gut? Das sind Replika-Streitkräfte.
Aber die bewegen sich scheinbar nicht, oder? Sind die jetzt echt deaktiviert worden? Kurze Erklärung, wer den ersten Vierteil nicht gespielt hat. Ich zünde eine Blendgranate, dann nehmen wir den Notausgang. Unauffällig. Replika-Streitkräfte sind geklonte Soldaten, wenn ich das richtig verstanden habe, die von einem übernatürlich begabten Kommandanten gesteuert werden. In dem Fall war das Pax Battle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh mein Gott! Das war ich aber nicht. Ah, auf jeden Fall back to topic. Diese Streitkräfte wurden eigentlich deaktiviert, nachdem man Paxton Vettel, den Befehlshaber, im ersten Teil von 4 ziemlich zum Ende des Spiels erschossen hat. Ja, Spoiler! Ich hoffe, ich habe nicht jeden jetzt die Lust verdorben, den ersten Teil von 4 zu spielen. Das ist eigentlich empfehlenswert. Ja, ach, doof. Moment, das ist Elmer. Elmer, kleines Mädchen, erwachsen. Kleines Mädchen, erwachsen. Okay. Gott, das ist doch mal ein furioser Anfang. Uiuiuiui. Exit. Klingt doch gut. Da ist er. Da ist mein Team. Schläft er? Er ist deaktiviert. Als Mittelstab wurden alle Replikanten deaktiviert. Ja, das habe ich ja bereits erklärt. Nein, jetzt ist er tot. Ich wollte ihn untersuchen. Präventivschlag. Lassen Sie Ihr Funkgerät an, dann treffen wir uns unten an der Straße. Gut. Liegt hier irgendwas? Ist hier irgendetwas? Nein. Hier scheint nicht zu sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Oh, hoffentlich war das nicht unsere Mitfahrgelegenheit. Das hoffe ich aber auch. Ja, die scheinen echt deaktiviert zu sein, aber ich trau dem Fried nicht. Das wäre zu einfach, das wäre ernsthaft. Ich brauche 2 Kopfschüsse, damit ich sterbe. Etwas stimmt hier nicht. Ja. Zum einen ist die Stadt menschenleer. Bei der Originator-Kurs und dann wurde die Stadt evakuiert. So schnell leeren sich Städte recht. Da bin ich unrecht. Mein Gott, wie die alle hier rumstehen. Also, auch die Waffen in der Hand. Die bewegen sich auch noch. Oh, makaber. Ja, das,